Willkommen zurück zu 1080 Snowboarding, zu Let's Play. Hallo, 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 der Ricky hier und willkommen zu einem neuen Part von 1080 Snowboarding. Oh, weißt du damals die Let's Play-Stimmen, Alter? Geil. Geil. Das war geil. Klang mal, damals hat man jetzt noch so da tat man jetzt noch so, als hätte man Spaß. Es sah so aus, ne, wirklich. Es muss aber sagen, ich hatte damals auch Spaß. Ja, den Spaß meines Lebens. Ich habe Kritik an dich, Wollo. Oh Gott. Weil ich jetzt keinen Spaß meines Lebens habe und mich in Ruhe kriege. Nein, du hast. Das ist okay. Ist okay, das war bitte der alte Mann, das ist alles in Ordnung. Dann immer. Ich gehe so auf meinen Backseat Boys-Kanal, ne? So auf unseren. Ja. Ne? Und dann gucke ich so. Das ist in der Abo-Box. Was hast du denn da abonniert, Wollo? Ich habe gar nichts abonniert. Das habe ich mich auch gefragt, Ricky. Stimmt, dann wollte ich dich noch fragen. Ich habe mich gefragt, warum hast du denn Nintendo abonniert, Alter? Das habe ich mich auch gefragt. Was hat der denn gemacht? Und weißt du, was ich glaube jetzt, wer es ist? Madchunk. Muss ja. Weil er sich bestimmt die Thumbnails abgucken wollte. Ah. Voll schlau eigentlich. Ja, wir hatten zwei Abos, ne? Weil ich bin da irgendwie drauf. Ich dachte, ich bin auf meinem Kanal und dann sehe ich so alles voll mit Nintendo und was war das andere nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber ich guck kurz nach. Ich kann da kurz gucken. Ich war auch verwirrt. Ich glaube, ich habe sogar aber auch. Ich glaube, einer hat er wieder deabonniert. Nee, das andere war. Warte mal, Nintendo haben wir. Wir haben nur noch Nintendo und uns beide. Das andere war. Ah ja, genau. Und dich, genau. Nintendo und dich hatte ich. Ja, genau. Da hatte ich noch so. Oh, der Erik hier, Alter. Können sich den einen Abo da mit dem Backseat Boys und ich kann nicht. Du bist auch Abonnent, du Pisser. Ja, hättest du nicht machen brauchen. Aber ist okay. Ja, aber du, das habe ich auch nicht gemacht, ne? Ich habe auch, das hat alles hier der liebe Madchunk abonniert. Ja gut, dann ist das ja geklärt. Aber genau das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, hey, warum abonniert der Nintendo? Ja, was ist denn jetzt? Also nichts gegen Nintendo, ne? Nein, so aber okay, wir waren so, warum guckst du so mit dem Kanal? Es macht keinen Sinn. So. Ja, da ist kein, aber der YouTube Premium, der Kanal, sogar sehe ich gerade. Alter, Madchunk gönnt sich. Gönnt sich wahrscheinlich die 14 Tage. Ja, wahrscheinlich. Bruder. Weil keiner von uns guckt auf diesem Kanal irgendwas. Nee, versehentlich vielleicht mal, aus Versehen. Ja, tatsächlich, wenn du den Verlauf guckst, ich habe ja letztens Musik, aber dann dachte ich so, oh scheiße, ich bin auf dem Kanal. Da unangenehm. Hast so wie, da hast du jetzt so Sachen drauf wie der Schwei-Di-Dai-Di-Dai-Di-Du Hardstyle-Remix, dann DJ Ötzi, Anton aus Tirol Hardstyle-Remix, Hanti Hinterseher, Sheet-Twist Hardstyle, Franzi Lang, ein Jodler, höre ich gern, Hardstyle. Sag mal, was machst du da? Was ist denn hier los? Ich hatte einfach Musik gehört in-game, also in GTA. In-game, so, ach so. Ich hatte einfach Musik gehört, so. Und dann merke ich so, oh scheiße, ich bin auf dem Backseat. Ich war sogar gestern, pass auf, hallo. Gestern habe ich Leute verarscht in-game. Ne? Ja. Mit Telefon anrufen. Witzig. Dann habe ich jetzt das hier abgespielt, warte mal. Hallo. Wer bist du? Chris. Was hast du gesagt? Chris. Ey, ich kenne dich irgendwoher. Ja, vielleicht von YouTube oder Twitch halt oder so. Halt's Maul, ich kenne dich irgendwoher. Du hast mich letztens richtig abgefuckt. Ich weiß, wo du wohnst, du Hurensohn. Wie hab ich das gestern abgespielt? Gut. Damit habe ich gestern Leute verarscht in GTA. Und, oh, war die sauer. Erstmal. Und dann, oh, so arschwitzig. Wieso ist man da sauer? Nein, die dachten, weil die es immer als persönlich nehmen. Und man darf bei uns eigentlich das H-Wort nicht sagen. So. Und dann hast du nur so gehört, wie gestern alle schon Support-Ticket aufgemacht. Dann krieg ich gestern Anschreiben von unserem Support-Ticket. Hast du da gestern Leute verarscht? Ja, hab ich. Auf jeden Fall, das findest du auch in der. Weißt du, falls das haben willst, falls du jemanden anrufen möchtest damit, findest du jetzt auch im Verlauf vom Backseat Boys Kanal. Ach so. Weil ich manchmal vergesse, mich auszuloggen, weil ich ja da auch die Pumpen. Ja, ich ja nee, den kenne ich ja, wie gesagt. Das ist okay. Fühle ich. Ja. Und das war gestern quasi mein Tag. Ich habe gestern den ganzen Tag Telefonverarschen gemacht. Das ist witzig, Mann. Ja. Also, ja. Das ist ja tatsächlich mal, wo ich sagen würde, das klingt nach sehr gutem Content. Ja, war auch guter Content. Aber trotzdem, dann war gestern, aber bei mir ist aktuell so, ich glaube auch einfach, dass die Zeit jetzt so von Dezember, wo ich zwei Wochen nicht da war, und Januar und so, wo ich einfach auch nicht gut drauf war, das hat, glaube ich, so mein Stream gekillt, ne? Ich glaube, ich saß da gestern mit 50 Leuten oder so. Und das ist nicht mal das Problem, es geht mir nicht darum, wie viele Leute sitzen, aber es ist auch einfach dann so, jetzt verstehe ich, was du meintest. Ich habe gestern auch Minecraft gespielt am Anfang und so. Ja. Der Chat war einfach nicht so bereit mit mir zu. Ich war froh, dass die anderen dann irgendwann angekommen sind, Zombie und Moggy und so, dass wir da Schabernack treiben konnten auf dem Server. Ja. Ne? Aber der Chat war ja tot.
Ja, gut, da gehe ich auch von aus bei mir, ne? Wenn da Minecraft läuft und da nicht viel los ist. Also die Leute waren alle, also ich höre sehr oft so, boah, Wolle voll geil, dass du damit machst, geil. Aber, ja, gucken wir mal, wie es dann am Ende so ist, ne? Ja. Nee, aber ich glaube, ich habe ein bisschen meinen Kanal gekillt. Mein Stream-Kanal. Also ich kann dir sagen, Ricky, ne? Also ich meine, ich habe sehr viele Zuschauer auch schon verloren in meinem Leben, ne? Das ist ja, ja. Ist auch nichts Neues. Aber ich sag mal so, ich habe mir auch schon viel erlaubt. Sag ich jetzt mal. Ja. Ich dreh das mal nett aus. Mir schon einiges erlaubt. Und du siehst ja, es sind trotzdem immer noch Leute da, ne? Also, ja, aber ich mach mal Sorgen, einfach nur, weil ich natürlich jetzt im Mai auch losgehe. Und ich muss ja auch Ware vorreingehen. Ich muss ja mindestens 3.000 Euro noch vorher reingehen, ne? Muss ich haben, ja, um Ware zu kaufen, ja, und so. Ja, ja, man, ja, macht ja, sich halt Gedanken. Ja, ne? Natürlich, natürlich. Aber, also, ne, man darf nicht sofort sich so viele Sorgen machen um die Zahlen. Ich kann dir sagen, das macht's am Ende nur alles schlimmer. Ich weiß, aber ich bin dafür, ich bin immer so ein Schwarzmaler. Ja, und ich kann auch nicht, ich kann auch nicht irgendwie, das merkt man mir vielleicht nicht an, so Leute, das kann Wollo bestätigen. Ich bin eigentlich immer, ich bin ja nach außen eigentlich immer der lustige Typ, aber wenn, das kann Wollo bestätigen, ich habe manchmal auch echt meine Depri-Phasen, wo ich echt nicht gut drauf bin und so, wo es mir echt beschissen ging. Ganz normal, aber ich selbst da bist du nicht so extrem, würde ich sogar behaupten. Geht noch, kenne ich Schlimmere. Ja. Ja, das stimmt. Das ist, ich würde sagen, gemäßigt. Aber es ist ja völlig normal, wie gesagt. Und es ist auch völlig normal, dass zwischendurch mal das wieder runtergeht oder so. Ja, natürlich ist das normal, aber trotzdem macht man sich ja mal Gedanken. Und so. Ja, also safe hast du damit was gekillt. Das ist so. Aber jetzt kannst du halt, ne, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, kannst du jetzt einfach nur, alles was du machen kannst, ist jetzt wieder einfach gut weitermachen. Ja. Ne, so gut wie du es halt kannst. Und dann werden Leute auch wieder nach und nach mal wieder reingucken. Und wenn die dann auch einen guten Moment erwischen, dann werden die sich auch sagen: Ah, komm, guck ich mal wieder ein bisschen. Die kommen wieder. Ja, okay. Vor allen Dingen, dich kriegen sie dann ja auch irgendwie über andere Streams dann noch mit. Ja. Und so, ja. Wenn die wieder sehen: Ah, guck mal, der Ricky, der ist wieder zu alter Stärke aufgestiegen. Dann geht das. Ja, ich hoffe irgendwie, dass wir das wieder hinkriegen. Also so schnell zerstört man das nicht. Nee, ja, aber man macht sich, es ist ja immer diese Gedanken, die ich habe, und dann ist immer dieses so, manchmal wünsche ich mir, dass ich würde davon gar nicht mehr leben, so, damit wäre auch Spaß, das machen kann und so. Ja, also, dann liebe ich den Job und so. Kann ich mir voll oft. Wie geil das wäre. Stell dir mal vor, einfach bedingungsloses Grundeinkommen, ne? Dann leben wir halt so richtig, so ein bisschen an der Armutsgrenze, scheißegal. Aber man kann einfach davon leben und alles, was man dann macht, wie zum Beispiel so ein Stream oder sonst was, macht man einfach nur aus Spaß und Freude. Eigentlich wäre geil, oder? Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Wäre schon witzig, ich finde, ja. Das ist eine schöne Vorstellung, aber... Ja, doch. Sagt er. Ja, mal gucken. Also das ist alles, also... Das ist ja, also viele Leute, die da unten... Hört auf zu heulen, Mann. Natürlich macht man sich Sorgen und das... Oh, das geht mir... Oh, muss noch meckern. Das wird doch jetzt keiner kritisch... Nein, es geht aber darum, dass Leute immer rumheulen, auch so auf dem Part, wir hast einen Erfolg, wo sie aus wie Gag gesagt haben, du hast einen Erfolg, wenn du nicht bei Minecraft und so mitmachen wolltest, ne? Ich habe ja auch begründet, warum ich da erstmal den Gedanken hatte, nicht mitzumachen, ne? Also, genau. Aber es geht darum, nicht, dass das so verrückt ist. Leute, nehmt mir das nicht übel. Aber ihr gebt manchmal Kommentare zu Sachen ab, wovon ihr keine Ahnung habt. Ihr sitzt da irgendwo, macht dann vielleicht 10 Stunden oder 8 Stunden am Tag, wo ihr sagt, ja, jetzt hier gehe ich mal eben paar Rohre reparieren oder schreibe ein paar Bücher oder was weiß ich, was ihr da macht am Büro, ne? Und unser einer muss sich halt auch mal gucken, es ist kein harter Job, was wir hier haben, um Gottes Willen. Aber es geht halt, ich wollte gerade sagen, hallo, hör mal auf jetzt, da sind Leute, die 8 Stunden am Tag arbeiten gehen, die machen viel mehr als ich, also... Darum geht's nicht. Es geht nicht um viel mehr, es geht darum, dass das einfach, dass diese Unsicherheit fickt. So, das ist ein Privileg, was wir haben. Ja, das ist ein Kopffick halt, ne? Du hast genau, halt 24/7 halt. Kopffick dadurch. Weil du bist nie, bei euch ist das so, ihr geht von der Arbeit nach Hause und ihr habt Ruhe. Ich kenne das ja auch. Auf Arbeit. Ist ja eigentlich geil. Ja, das ist geil. Ist geil. Du bist nicht mehr auf Arbeit, Punkt. Für uns ist das so, wir sind 24/7 auf Arbeit quasi. Und das ist halt das, was ein bisschen an den... Deswegen haben auch so viele YouTuber, würde ich sagen, Burnout, weil die einfach nicht wegkommen von der Arbeit. Weil du einfach immer auf Arbeit bist. Und ich glaube, das tut einfach weh. Mir geht nicht darum, dass wir hier keinen Handjob haben. Leute, ich möchte hier ganz klarstellen, dass ich wollte mich nicht beschweren. Ich hatte gar keine Intention.
dazu. Das reißt straight up Ricky gerade. Ja? Nein, nein, das ist alles Wollo. Er hat nur Angst, das zu sagen. Nein, es geht mir nicht darum zu sagen, dass die Leute jetzt. Wir haben keinen schwierigen Job. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir es machen. Aber ich merke doch, dass ich da vielleicht doch manchmal psychisch zu du übertreibst es aber auch. Okay. Muss ich jetzt einfach auch mal an dieser Stelle sagen, du machst viel zu viele Stunden. Du kommst ja auch überhaupt nicht runter. Selbst wenn du mal einen Tag dann eigentlich frei haben solltest, machst du die ganze Zeit Theater und so. Du übertreibst auch. Sag ich, wie es ist. Ja, Work-Life-Balance. Also ich finde schon sehr gut, dass du immer mal wieder auch was unternimmst und so. Ich denke, das ist auch wichtig, weil sonst wärst du wahrscheinlich schon zusammengebrochen. Wenn das nicht wäre. Also ich merke auch, also keine Ahnung, was ich merke auch, aber ich muss sagen, so. Ja, ich komme nicht runter. Ja, überleg mal, Ricky, denk doch mal einmal kurz, wie viele Stunden machst du in der Woche? Boah, also mindestens immer 6 am Tag versuche ich, ne? Ja. 7 Tage sind. Ich rede jetzt auch noch von Aufnahmen auch noch, ne? Ach so. Zum Beispiel noch ja. So die Bubenaufnahmen, dann machst du also auch letztens irgendwie 8 Stunden oder so gemacht. Ja, keine Ahnung, also 50, 60 Stunden mache ich schon in der Woche, ne? Mindestens. Und das machst du immer. Seit Ewigkeiten schon, ne? Ja, Leute, ne? So müssen wir mal reinziehen. Überleg mal, das ist auch krass. Ich glaube auch tatsächlich, dass das auch so ein bisschen die Beziehung vielleicht gekillt hat. Ich habe ja erzählt, ich habe ja reingeschissen gehabt und so 2020, 2021, wo ich meinen Erfolg hatte, in Anführungsstrichen, was Steuern und so weiter angeht. Und das habe ich ja immer versucht aufzuholen, was ich auch geschafft habe. Einige, alles gut. Aber es waren halt in 2022, musste ich quasi arbeiten für 2020 und 22 und 23 für 21 und 23, was ich jetzt aber beides aufgeholt habe. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, weil hier wirklich nur live war, dass das vielleicht so ein bisschen das Ganze gekillt hat, weil man kaum Ass-Time hatte, weißt du? Also ja. Ich arbeite schon sehr viel, aber jetzt aktuell so denke ich mir aus, ja, ich bin ja E-Single, also auf wen soll ich Rücksicht nehmen, weißt du? Auf dich. Ah, ja, auf dich, auf deinen Körper, auf deine Psyche. Ja, aber es muss ja auch Geld. Ich habe immer so das, also mein Gefühl, ne? Das kann falsch sein, aber ich habe auch immer das Gefühl, man muss die Leute auch so ein bisschen warten lassen. Die müssen einen vermissen ab und zu. Das ist wichtig. Wenn du immer da bist, vermisst dich keiner. Dann bist du so diese Konstante da, der ist halt immer da, ne? Ja, passt schon. Immer da, brauch ich ja jetzt nicht gucken, der ist ja sowieso immer da. Ja, aber wenn du die mal so 1-2 Tage schön aushungern lässt, dass sie da sitzen und hechelnd nach Streams warten. Ja, übertrieben gesagt. Aber ich kann das nicht. Ich muss hast auch das Problem, in deinem Bereich gibt es 50.000 Leute. Nicht nur in das, meinem Bereich auch 10. Ich muss auch gucken, dass die Storys weitergehen auf dem Server. Die sind ja nur spannend. Weißt du, verstehst du, wie ich meine? Das ist das Problem. Ich kann nicht abhauen. Muss da sein, um die Storys voranzutreiben. Irgendwie nervig. Gott, oh Gott. Ich merke, das ist wirklich nichts für mich. Da habe ich nichts zu suchen. Weißt du, wie ich meine? So, das ist das ist das Problem. So, ich muss täglich da sein, wenn du die Storys verfolgen wollen. Und wenn du keine lustige Story hast oder keine Story hast, die spannend ist oder irgendwas machst, was spannend ist, haben Leute keinen Bock auf dich. Und das ist so das Problem, was ich da sehe. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, Stress ist schwer. Ja, das ist einfach nur krass viel Konkurrenz und so, ne? Ja, und das Problem ist, ich nehme sowas viel zu sehr zu Herzen. Auch wenn böse Kommentare kommen, nehme ich sie mir immer zu Herzen. Ja, ich mir auch. Ich hasse das. Ich nehme mir auch zu Herzen, wenn ich so merke, Leute kommen nicht mehr. Ja, und so, ja, das geht mir auch. Also, ne, das geht mir auch zu nahe tatsächlich. Näher als es sollte. Aber ne, man ist ja, also ich habe ja zumindest relativ viel dann auch mit meinem Chat immer zu tun. Und wenn da dann halt Leute nicht mehr kommen und das fällt einem so auf, ne? Ja, fragt man sich halt auch so, woran hat es hier liegen, ne? Es gibt zum Beispiel eine Zuschauerin, die hatte mal eine Zeit lang, war die jeden Tag da, und da bist du endlich wieder und so. Und die war im Marathon, war die gefühlt 24-7 da, ne? Und dann so, jetzt sind wir so ein paar Wochen vergangen und dann war sie plötzlich weg. Da dachte ich mir so, schade, irgendwie. Also man nimmt sich das doch schon zu Herzen. Ja. Ja, können alle wiederkommen. Es ist einfach so. Sie können alle mal wiederkommen, wenn du Tipp wäre wirklich, du musst ein bisschen zurücktreten. Ganz bisschen. Muss nicht übertreiben, ne? Aber so ein bisschen mal. Ich würde mir mal wünschen, dass ich mal einen Tag nur auf dem Sofa sitzen würde. Das würde ich mir mal wieder wünschen. Mach das doch einfach mal.
Ja, kann ich nicht. Kann ich kopftechnisch nicht. Ich kann das nicht. Ich sitze dann auf dem Sofa und dann langweile ich mich oder dann mache ich mir, oh, ich könnte jetzt auch live sein und dann, was ist, ach, scheiße und weißt du so. Kann ich nicht. Krass. Ich kann meinen Kopf nicht abschalten. Krass. Das ist auch das Feuer der Jugend wahrscheinlich. Das geht im Alter flöten, keine Sorge. Da denkst du dir nur, liegst auf dem Sofa, geil. Denk ich so, boah, wenn ich jetzt streamen müsste, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, niemals. Ach ja. Also nicht, dass es macht schon manchmal Spaß, Leute, so ist nicht. Aber ich bin halt ein alter, gebrochener Mann. Da denke ich mir sofort, das gibt Rücken, da werden die Augen schlapp, dies und das, hier Zipperlein. Ne, was aus dem Arsch ziehen, die ganze, so wie jetzt zum Beispiel. Das Spiel ist übrigens vorbei. Ach so, macht man noch einen Time-Attack noch oder so? Also, gute Idee. Guck mal, ja, wobei, ja, ich mach mal den Trick-Contest. Aber den kann ich eigentlich nicht. Ist doch egal. Ja, denke ich mir auch gerade, ne? Mal kurz hier rein. Boah, bevor ich die ganze Zeit den einfach den Titelscreen angucken. Ja, ich dachte, wir machen jetzt noch eine abschließende Bewertung oder so. Dann also, was machen wir hier nach? Machen wir dann alles. Machen wir noch eine Runde tricken und dann machen wir eine abschließende Bewertung. Ja, an sich, wie gesagt, schauen wir mal, was wird. Was wird, danke. Und dann gucken wir mal. Keine Ahnung, also es ist halt alles. Ich kann mich da schlecht abschalten. Aber gucken wir mal. Leute, lasst dem Rigi doch mal ein paar nette Kommentare da, dass ihr den auch lieb habt, wenn er mal nicht da ist. Nein, Gottes Willen, wie cringe ist das denn? Lass das mal sein. Könnt ihr mir aber schreiben. Dann hat ihr auch der Meinung seid, dass mit dem Vermissen ist gut. Und dass ihr mich oft vermisst und so und an mich denkt. Naja, aktuell machen wir ja anscheinend, das habe ich ja auch gesehen, wie du darauf geantwortet hast, angeblich machen wir ja zu viel Output im Moment. Diese Kommentare, also gar nichts gegen denjenigen, der es geschrieben hat, ist es okay. Wie gesagt, man versteht ja, woher du kommst. Ja. Und ich finde, ich habe da jetzt auch nicht böse drauf geantwortet, oder? Also, ach, schon so ein bisschen sarkastisch. Ach, ja, aber ne? Das ist ja nun mal auch hier meine Art, ne? Deswegen, ja. Kannst du mir jetzt dahinter schreiben, / Wollo, damit man weiß, ja, dass du das Arschloch warst? Ja, das kann ich mal nicht so was tun. Auf jeden Fall weiß Bescheid, das war ich. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, Leute. Es ist halt YouTube. Wenn ihr nicht alles gucken könnt, dann sucht euch halt Sachen aus, die euch interessieren davon und guckt die. Es herrscht ja keine Alles-Guck-Pflicht. Und das Ding ist ja, wir müssen ja auch irgendwie davon leben. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel. Und im besten Fall wäre es dann natürlich auch, ne, dass Ricky da dann mal 2 Stunden weniger GTA spielen muss, wenn der Kanal hier läuft. Dass er mal frei hat. Also die Menge an Videos, die muss schon kommen. Ne? Die muss schon kommen. Da seid ihr in eurer Eigenverantwortung, dann einfach zu sagen, ich gucke heute mal nicht. Nee. Ja, guck heute mal weniger. Ich sehe sogar, wir haben 2800, also 578 Stunden, Bolo. Es fehlt also nicht mehr viel, dass wir uns endlich mal auf Monetarisierung bewerben dürfen. Wir sind bald Partner, Leute. Und dann dürft reich, ihr. Dann sehen wir uns nicht mehr wieder. Ja. Wir so reich sind. Setzen wir uns ab nach Dubai. Dann könnt ihr Mitglieder werden, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr ne, den ganzen Scheiß und so. Vielleicht machen wir auch mal einen Backseat Boys Stream einmal im Monat. Das wollte ich ganz gerne mal angehen, irgendwann vielleicht mal. Wenn wir einmal so einen Together-Stream machen oder so. YouTube Exclusive? Ja, YouTube Exclusive. Nur für den Kanal. Keine Ahnung, warum Racing WM machst oder so, weißt du? Du brauchst mir. Das Gute ist für dich, weil du brauchst mir nur deine VOD Ninja Cam geben, das war's. Mehr brauchst du nicht machen. Ich stream alles. Ja, das können wir gerne mal machen, klar. Ja, falls ihr auch Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Und was ihr gerne sehen würdet, was wir zusammen spielen. Warum nicht? Zusammen. Aber noch jetzt schon richtig viele gute Ideen, hatte ich das Gefühl. Ja, dass man so machen kann demnächst. Haben wir wirklich. Ja. Schon ist ja auch bald, oder ist schon online gewesen. Wie fandet ihr denn das Special, Leute? Mit Firebro und uns. Das kommt ja morgen, heute. Heute ja. Bei uns? Nee, morgen für uns, gestern für die. Gott, verwirrend. Ich kann jetzt schon sagen, derjenige, der sich über zu viel Content beschwert hat, der wird dieses Wochenende nicht fröhlich werden, ey. Nee, das haben wir gemacht. Es kommt einiges zusammen. Kommen 50 Minuten. SMW-Part kommt ja auch 50 noch, Minuten SMW-Part, dann kommt 1,5 Stunden mit Firebro. Ich möchte nochmal sagen, ich habe vorhin gesagt, lass daraus 2 Parts machen. Nein, das dauert jetzt noch 5 Minuten, dann sind wir durch. 50 Minuten. Mein Gott, gönnen! Naja, gibt auch Leute, die freuen sich darüber, wenn da 50 Minuten geiler Content kommt. Ja. Ich würde mich freuen, deswegen. Und heute saßen wir so, scheiße, wir haben bald keine Videos mehr. Naja.
Ja. So, wir haben es aber auch. Geil. So, ich gebe 95%. Ja, ich muss alles da witzig. Also ich bin bei 85. Also wirklich ein gutes Spiel. Leute, wir sehen uns. Haut rein und ich hoffe, ihr habt uns noch lieb. Bis dann und ciao. Tschüss. Ciao.